Fulvioc 89 oder Fulvioc 101 ist ja Franzose. So, aktuell mag ich ja das defensive Play ein bisschen lieber, wird's aber halt von dem Starterpack abhängig machen. Na, Rhino, aber damit starten, oh, das ist nicht so toll. Ist aber alles hier schwierig. Elite-Spezialist müsste ich mal hier wählen. In der Defensive soll ich das mal machen. Standard Elite ist aber auch Hard Mode. Das hier ist auch alles doppelt gemoppelt. Boah, das ist ja richtig schwierig. Also ich glaube, ich nehme mir den Firebadger Specialist, aber so richtig toll ist das nicht. Ich meine, jetzt kann ich nur hoffen, dass er hier pusht irgendwie. Damit die Firebadger hier auch Sinn machen in dem Setup. Denn so richtig toll ist das hier nicht. Was nehme ich denn hier mit dazu? Theoretisch. Hier Chaff reinspielen? Wähle ich hier tatsächlich Marksman gegen diese beiden Tarantulas? Ich glaube schon. Selbst wenn es hier ulkig aussieht. Ich mache mal einen Kein-Chaff-Start. Mal sehen, ob das hier funktionieren kann. Und merkwürdig, wie das auch aussieht. Stellen wir die mal weit nach außen. Ja, der Grund ist, dass ich hier mal ein bisschen Damage-Output dagegen brauche. Und gegen die beiden stirbt der Chaff sowieso recht schnell. Die Marksmen sind natürlich hier potenziell ein Problem. Aber ich glaube, dass ich dadurch jetzt die erste Runde hier auch gewinnen kann. Und ansonsten hätte ich, glaube, extrem starke Probleme hiergegen. Der darf natürlich hier nicht schnell gefokust werden. Und was er, glaube ich, hier wird. Und dann fällt sogar mein Tower. Ah, und der Marksman beschäftigt sich hier damit. Jetzt sehe ich ein bisschen aus wie Trottel hier, der keinen Schaff gespielt hat. Und ich denke, da ist was dran. Jetzt kriegen wir halt hier direkt die Fire Badger. Underground ist gut, Improved Firepower ist auch gut. Ich denke aber, Underground ist hier zu stark, um es nicht zu nehmen. Jetzt mal sehen, was ich mit denen hier anstellen möchte. Hier möchte ich die gar nicht unbedingt hinstellen. Vermutlich stelle ich ihm das sogar in die Flanke einfach. Ja. Und dann lassen wir hier sogar direkt noch die Crawler mit hinzukommen. Und falls er hier selber seine Flanke macht, dann würden die hier verbrennen. So, und dann nehmen wir einfach selber hier Crawler dazu. Und wahrscheinlich einfach mal noch eine Fuhre. Entweder hier unten oder da hinten. Machen wir mal hier hinten. Entscheidet sich hier für Firepower, okay. Und da unten stellt dann noch eine Tarantula hin. Könnte natürlich auch Ärger machen. Da würde ich dann eigentlich einen Rhino hinstellen. Und auch mit Phönixen arbeiten, theoretisch. Dann kriegt er den Tower noch wahrscheinlich. Levelt sogar relativ weit hoch. Scorpion Sabertooth Fortress. Level 3 Sabertooth ist aber auch stark. Fortress ist aber auch super gut. Der Level 3 Sabertooth würde halt hier komplett auch ein Fortress killen, ja. Das ist es halt. Das ist halt langfristig besser.
Wahrscheinlich nehme ich einen Sabertooth. Könnte ich hier theoretisch auch noch einen hinstellen als Verteidigung. Hat nur ein Problem, wenn er jetzt hier, wenn er hier noch Chuff hinstellt, dann müsste ich eventuell dann noch Anti-Chuff irgendwie hinstellen. So, hier bin ich nicht ganz sicher, ob ich die da lasse. Wahrscheinlich lasse ich sie erstmal für eine Runde dort. Womit ich ihn auch nerven könnte, wäre hier nochmal ein Crawler. Dann müsste ich selber natürlich noch ein bisschen mehr Chuff adden. Wahrscheinlich einmal Fangs noch dazu. Was ich auch machen kann, ist hier eigentlich gleich Double Shot ausgeben. Das ist sowieso extremst günstig. Okay, hier wird jetzt entscheidend sein, welcher Sabertooth auf den anderen geht. Da steht er jetzt insgesamt wesentlich günstiger. Oh, bitte geh hier auf den Chuff. Ja, ja, wunderbar. Ah, keine Salve mehr losbekommen auf den. Aber der Tower sollte jetzt hier fallen und dann kriegt der hier sogar noch ein Level. Das ist gut. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich dafür sorgen, dass wir mit den Sabertooth weiterspielen und halt guten Schaftclear dazu haben. Und am besten ergänzen sich dazu eigentlich Mustangs. Weil die einfach auch eine höhere Reichweite haben. Also dazu ergänzt man eigentlich eher ungern sowas wie, was nehmen wir denn hier, Quick Teleport ist auch interessant. Elite-Hacker ist tatsächlich auch interessant. Oh, das könnte er jetzt machen. Das heißt, da müsste man eigentlich vorsorglich eher gehen. Ja, man muss sagen, es ergänzen sich halt gut dazu. Ich denke, aus sowas hier kann ich rausverkaufen. Aber erstmal macht es Sinn, die da zu verkaufen. Die haben nicht viel gebracht. Jetzt brauchen wir hier halt noch Chuff. Und halt Mustangs. So viel kann ich mir hier auf einmal gar nicht leisten. Das heißt, ich denke, ich mache hier direkt einmal Mustangs mit hin. Dann pack mal hier einmal Mustangs hinzu. Normalerweise müssen wir auch gleich Reichweite vergeben. Chuff hier ist aber wirklich entscheidend. Könnte gegen Hacker halt auch noch Schilde stellen, ja. Auch noch eine Möglichkeit. Marksman könnte noch ein Level vertragen. Also ich habe so einen Verdacht. Ich stelle mal hier ein Schild hin. Ich habe nämlich so einen Verdacht, dass er hier irgendwie einen Hacker hinstellen will. Und den geben wir ruhig mal noch ein Level hier am Rand. Bei dem auch. Er wird mich bestimmt hacken hier. Ne, Minen. Okay. Gegen Minen finde ich eigentlich UFOs ganz gut. Aber wir können ja, glaube ich, einfach stur weiter Richtung Mustang Sabertooth gehen. Ich denke, wenn wir da den Level-Vorteil haben, dann passt das. Sprengt er mir hier auch den Tower? Nein, nicht ganz. Quick Teleport. Wespenwurm. Wespen sind gegen ihn tatsächlich ganz interessant. Die würde ich hier auch nehmen, auf beiden Seiten. Einmal hier und einmal hier. Dann ist auch gleichzeitig noch ein Flankenschutz, ja. So, aber der kommt noch ein Level. Wir brauchen auf jeden Fall Reichweite. Ich denke, aus denen hier kann ich rausverkaufen.
Ich denke, wenn er hier eine Flanke eröffnet, ich glaube, er ist zu langsam. Brauchen aber auf jeden Fall noch hier was mit Wumms. Gehen wir denen gleich Reichweite? Ich glaube ja nicht. Oh, wir machen hier mit Mustangs einfach weiter. Auf beiden Seiten. Gehen wir noch Attack aus. Könnten sogar schon Kredit ausgeben. Vermeide es mal noch. Schade, dass die Mustangs hier nicht gelevelt haben. Oh, jetzt fängt er ja an mit Fortress. Ja, und da fehlen mir hier die Sabertooth auf der Seite. Schade. Aber es reicht hier trotzdem aus, ja. Westmann gut Schaden gemacht. Die Marksman auch. Ich dachte, es läuft hier schlechter auf der Seite. Aber es hat hervorragend funktioniert. Obwohl kein Sabertooth da war. Ja, die Tarantula sind einfach nicht das Grüne vom Ei, ja. Jetzt würde meine Frau wieder über mich lachen. Das Gelbe vom Ei natürlich. So. Okay. Oh, das ist aber auch übel. Wobei, selbst ein Vulcan hier ist halt eigentlich richtig, richtig übel. So, wir nehmen das mal. Packen das auf den drauf. Dann wird er sozusagen unbesiegbar. Die müssen wir, denke ich, alle appen. Damit könnten wir hier hinten starten. Wobei, die Minen würden da drauf gehen, oder? Sollte ich dann eigentlich eher dafür sorgen, dass ich hier genügend Crawler habe? Wahrscheinlich schon. So, die Tanks, die machen ja eigentlich nicht so viel, oder? Das heißt, die werden wir auch nochmal verkaufen. Und jetzt holen wir uns idealerweise nochmal zwei hiervon. Ist die Frage, dass man die vielleicht sogar ein bisschen mehr von hinten kommen lassen. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr Schaft davor. So. Ja, das sieht ganz gut aus, hätte ich gesagt. Stellen wir vielleicht nochmal Schilde. Geben noch einen Kredit aus. Können hier sogar noch verlangsamen mit Öl. Auch noch eine Möglichkeit. So was, wieso nicht? Legen wir hier noch Öl hin. Dann kommt er hier gar nicht erst dran. Dann noch hier den Tech ausgeben. Und dann sollte das doch eigentlich passen. Ohne einen Vulcan hier. Gut, dass der hier steht. Oh, er hat direkt Schilde ausgegeben. Das ist aber teuer. Hat aber natürlich jetzt direkt mein gesamtes Öl geblockt. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass der Tech hier besonders gut ist. Er hat 500 Ressourcen dafür ausgegeben. Ja. Also es ist halt, wenn die Fortus da auf Level 1 sind, dann sehen die da kein Land gegen diese Doppelschuss Sabertooth. Und dann war das doch hier recht sauber gespielt gegen ihn. Gucken wir mal, ob wir hier, oder wie viele Punkte wir bekommen. Ich glaube, für die 2000 wieder wird es nicht reichen. Oder kriege ich sie wieder? Oh, ich kriege sie genau. 2000 MMR wieder erzielt. Es war also kein Zufall. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.